Hey Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und gestern hatte ich euch ja im Video gesagt, dass ich heute mal meinen Gaming-Raum vorstelle und mein Equipment. Ja, und das werden wir heute in diesem Video machen. Ich werde euch nicht ganz durch den Raum führen, weil er noch nicht richtig fertig ist und hier steht echt noch eine Menge Scheiße. Aber ich werde euch mal so zeigen, womit ich eigentlich aufnehme, was ich eigentlich aufnehme. Ja, also die ganzen Programme halt, weil diese Frage, die wird echt auf jeder Plattform gestellt, sei es Facebook, sei es Twitter oder eben YouTube. Also zeige ich euch heute mal, womit ich aufnehme. Also ihr seht das, das hier ist schon quasi mein Stuhl von Maxonomic, so in so einem Camouflage-Muster. Fand ich damals richtig gut, vor 2 Jahren habe ich den mal bekommen. Da muss ich dazu sagen, dass ich den nicht wirklich nicht selber gekauft habe, sondern Maxonomic mir den zugeschickt hat damals. Ja, aber es ist nicht immer so, Freunde, dass YouTuber das Geschenk bekommen. Natürlich habe ich viele, viele Firmen, die mir auch Hardware schicken. Das ist jetzt nicht so, dass es das ein Placement ist, auch dieses Video jetzt hier nicht, sondern die schicken einfach einem was, so dass man das selber austesten kann, das Produkt. Man bekommt doch dafür echt gar kein Geld. Aber ich finde es gut, dass man solche Partner hat, die einen auch unterstützen und die ganze Hardware schicken, weil ohne Witz, sowas verschleißt halt echt auch, wenn man das den ganzen Tag benutzt, auch so eine Maus, wenn man dann mal so ein bisschen den Revi macht. Ja, Freunde, auf jeden Fall ist das hier zum Beispiel mein Mikrofon, mit dem ich alle Videos aufnehme. Das ist ein Rode NTR1. Es ist ein ganz einfaches Mikro, aber für meine Zwecke reicht das auf jeden Fall. Man braucht nicht das High-End-Equip, gerade was so Mikrofone betrifft. Das NTR1 ist wirklich ein gutes Mikro. Das kann ich euch allen empfehlen, die gerade mit YouTube anfangen wollen oder sonstiges damit machen. Ich habe mir nur, das seht ihr schon, das ist ja, also das Popschutz muss man sich mit dem Arm zusammenkaufen. Und ich meine, das war bei dem NTR1 schon dabei, weil das eigentlich gar keinen Popschutz hat. Das sieht nämlich so aus. Nur das hier habe ich mir mal im Internet gekauft dazu. Das heißt, es hat eine zweifache Wirkung, gerade beim Aufnehmen, dass man da nicht direkt übersteuert. Und so sieht es quasi im Hintergrund aus. Also nicht mit der Pfandflasche da, sondern ich stelle es mal auf Seite, ich habe hier 3 Monitore. Das sind BenQ-Monitore. Die sind auch wirklich nicht teuer. Ich meine, die gibt es nämlich in 3 Varianten, HDMI und sowas. Das sind jetzt 24 Zoll Monitore, 3 Stück. 2 für den PC, die ihr hier seht, und einmal da für die Xbox. Da kommen wir aber gleich drauf zurück. Also wirklich gar nicht so teuer. Ich meine, 120 € für einen Monitor, da kann man echt nicht viel sagen. Und ich finde, es muss auch echt nicht immer das Teuerste sein. Ich bin auch sehr, sehr, sehr geiziger Mensch, muss ich sagen, Freunde. Also da spare ich lieber ein paar Ecken. Ihr findet die Monitore auch unten in den Amazon Reflinks. Könnt ihr mal drauf schauen. Und das sage ich auch schon direkt dazu. Wenn ihr darüber was kauft, dann bekomme ich auch einen kleinen Prozentsatz davon ab. Müsst ihr nicht machen, aber nur für euch als Info heute. Wenn ich FIFA halt aufnehme hier, dann ist es so, dass ich das alles über die Elgato angeschlossen habe, die ich mir auch persönlich selber gekauft habe. Also ich hatte ja eben schon mal gesagt, es ist nicht so, dass man immer alles geschenkt bekommt. Dafür habe ich, glaube ich, 160 € bezahlt, 159, 99. Für viele, die aufnehmen wollen, gibt es da auch deutlich günstigere Varianten. Zum Beispiel, wie heißt die Firma? Ava Media zum Beispiel. Da kann man sich auch so Aufnahmen, Capture Cards kaufen. Aber Elgato, muss ich sagen, haben einfach das bessere Programm dort, und da habe ich echt ein bisschen mehr Geld investiert, weil das einfach besser ist. Ich hatte eine Ava Media, mit der war ich nicht zufrieden, bin dann rüber gewechselt auf Elgato und bombastisch, Freunde. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr was aufnehmen wollt und ja, wie ich hier FIFA, dann auf jeden Fall eine Elgato holen, super leicht anzuschließen und natürlich auch super leicht zu bedienen. Und hier mein eigener Controller. Das ist der Controller, mit dem ich aufnehme. Das ist mein eigener Pedale-Controller. Die Controller haben auch Izzy, Palle und so bekommen damals. Ja, das ist mein eigener Controller. Pedale steht hier drauf. Und so sieht der Ganze aus. Blau, schwarz, ein bisschen mit Flammen. Der ist von Rocket, die mich da richtig stark unterstützen. Und da habe ich auch ein neues Paket von dem bekommen. Das machen wir jetzt mal auf. Ja, denn ich hatte den Jungs von Rocket geschrieben, dass ich eine neue Tastatur brauche, weil die so ein bisschen beim Umzug ein bisschen kaputt gegangen ist. Vorher habe ich die Rios Pro benutzt von Rocket.
Jetzt haben sie mir aber eine andere geschickt, Freunde. Die schließen wir direkt mal an. Ist nämlich dies Geld. Und jetzt haben sie mir das Geld drin geschickt. Die schließe ich jetzt mal an. Dort kann man auch nämlich das Handy anschließen. Das ist ziemlich krass. Ja, sonst habe ich noch bekommen ein neues Headset von Rocket. Also das Cross-Headset. Das haben sie neu rausgebracht. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel das kostet. Aber ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der Headset-Freund. Weil viele von euch werden das Problem auch haben. Hier an den Stellen und so hat man diese Abreibung von der... von dem Headset und dann tut es immer übelst weh. Deswegen habe ich auch gleich gesagt, schick mir doch mal eine Aluma, Freunde. Ja, dazu habe ich noch eine Alumic, haben sie mir geschickt, also für die Maus, ein Mauspad und natürlich die Rocket NIS, Freunde. Also für, wenn man MMO-Spiele zockt, natürlich richtig gut. Ich stelle euch gleich vor, ich schieße mal alles an. Es gibt zwei richtig geile Eigenschaften, die dieses Geld hat. Das ist einmal, dass man sein Handy daran anschließen kann. Und zweitens, dass es keine mechanische Tastatur ist. So, und das hört ihr vor allem, wenn ihr das hier macht. Das hört man jetzt nicht so, als wenn man das hier macht. Denn hier ist die Rias, das ist die alte Tastatur. Und da hört sich das dann wie folgt an. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich viel geiler. Das stört mich persönlich immer, mechanische Tastaturen. Aber das Coole ist halt, dass man hier sein Handy anschließen kann an der Skatel. Da möchte ich aber jetzt nicht so ins Detail gehen. Falls ihr euch wirklich dafür interessiert, was genau diese Tastatur kann, dann schaut mal bei Sage & Max vorbei. Denn dort habe ich die Tastatur gesehen und ausführlich gezeigt bekommen. Das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. So, da ihr jetzt die Tastatur gesehen habt, zeige ich euch noch die Maus. Also diese Maus ist wirklich sehr, sehr teuer, Freunde. Und ich sag mal so, für Leute, die nicht so viel MMOGA spielen, also Rollenspiele, braucht ihr die nicht. Also sage ich euch, ich zeige euch jetzt auch warum. Denn ihr habt viele, viele Knöpfe, an denen man, ja, mit denen man basteln kann und so. Die sieht richtig cool aus, aber da gibt es auch deutlich günstigere Varianten. Hier haben wir das gute Stück. Also ihr seht es schon, man hat das mitgeliefert, solche Tasten, die kann man dort dann einsetzen. Man kann verschiedene Funktionen mit diesen Tasten machen. Zum Beispiel, ich bin ein riesen Diablo-Fan, Diablo 2 habe ich übelst gesuchtet. Also ja, zum Beispiel könnte man Mana-Tränke, Heiltränke, zack, 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 1, 2 legen. Und dann ist es nicht so, dass ihr eine Tastatur machen könnt. Ihr könnt alles an der Maus machen. Minecraft zum Beispiel, durchswitchen, Schwert, Angel, Bogen, was auch immer, was ihr wollt. Also Freunde, das ist das, also das ist so meine Hardware, die ich benutze. Ich sag's nochmal, das ist kein Placement, sondern Rocket hat mir das einfach zur Verfügung gestellt und ich dachte, okay, ihr wolltet eh schon mal immer ein Video sehen, dann benutze ich direkt diese Produkte. Aber da ich die Produkte ja auch teilweise schon selber hatte, außer die Tastatur, werde ich diese auch verlosen. Das sollte ja auch ein kleiner, ja, eine kleine Win-Win-Situation für uns alle sein. Deswegen bekommt ihr von mir einmal die NIS, einmal Aluma-Kopfhörer, das Alumic Mauspad und einmal die Rest, also der Handballenschutz. Diese vier Dinger werde ich also verlosen. Das Headphone werde ich natürlich erstmal selber ausprobieren, Freunde. Also das sind die Sachen. Wenn ihr das haben möchtet, lasst einfach nur ein Like da, schreibt mir unten einen Kommentar hin. Und ja, den Gewinner beschreibe ich dann per YouTube-Nachricht an. Kein Problem. Das ist auch mal schön, gerade wenn man Sponsoren hat wie Rocket oder so. Viele von euch denken da draußen natürlich, oh, ich krieg alles in den Arsch gedrückt, aber es ist natürlich auch gut, dass man solche Sponsoren hat, weil sonst könnte man sowas ja gar nicht machen wie jetzt, solche Gewinnspiele, weil diese Produkte kosten echt gut Geld und ich bin jetzt kein YouTuber, der sehr viele Klicks fährt, um das zu bezahlen und zu sagen, ey, ich mache jetzt ein Gewinnspiel, ich kaufe das jetzt selber, sondern es ist echt gut. Deswegen riesen, riesen Dank an Rocket, dass sie mir das zur Verfügung gestellt haben. Schaut doch einfach mal bei denen auf der Internetseite vorbei, das würde mich sehr freuen, oder bei YouTube. Den Kanal von denen habe ich euch auch unten verlinkt. So, jetzt kommen wir aber zu der Sache, die natürlich alle brennend interessiert, Freunde. Mit welchem Programm nimmt der Peterle eigentlich auf? Das ist ganz einfach. Wenn ich streame, dann ist das OBS, Freunde. Und OBS ist ganz einfach. Das könnt ihr euch ganz umsonst runterladen. Da stellt ihr dann alles ein, zum Beispiel Facecam. Ich habe jetzt eine Facecam von Microsoft.
und eine Facecam von die HD920 von Logitech. Ja, genau. Und mit denen nehme ich auf. Und natürlich für Videos ist das ganz, also für FIFA ist das Elgato-Programm natürlich gedacht, mit dem ich dann das aufnehme, dann nur meine Facecam aufnehme und mit Audacity mein Mikro natürlich bediene. Audacity kriegt ihr auch umsonst. Und ja, also es sind ganz günstige Sachen, mit denen ich hier aufnehme. Also ich sag mal summa summarum, wenn ihr euch eine Tastatur kauft, wenn ihr euch eine Maus kauft, wenn ihr euch einen Monitor kauft, dann seid ihr ungefähr bei, ja, ich will jetzt nicht lügen, aber ihr seid dann bei 500 Euro. Und dann würde ich sagen, dann kauft euch einen PC, lasst den nicht kaufen, ihr baut euch den selber. Und dann fragt jemanden, der Ahnung hat, ich würde mal sagen, für 600 Euro, 700 Euro kriegt ihr auch schon einen ganz guten PC. Wenn jemand das Geld hat, investieren und dann könnt ihr gut zocken. Freunde, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die Produkte wollt, dann lasst doch gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar unten und denkt dran, dass für Leute, die es interessiert, sich nochmal die Tastatur komplett angucken, weil ich bin jetzt nicht so jemand, der alles glitzeklein, haargenau zeigen kann, zeigen möchte. Deswegen schaut bei Sergeant Max vorbei, der hat die Tastatur vorgestellt und der macht echt gute Review-Videos. Muss ich auf jeden Fall mal Props geben an Max. Ja, das war's eigentlich von mir. Schaut bei den Boys vorbei, Rocket und Max. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, schreibt mir einen Kommentar, damit ich euch die geilen Sachen zuschicken kann. Wie immer auch vielen Dank an Rocket. Freunde, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Peterle und ciao.